Hallo ihr, morgen wieder auf Tour. Knapp 4 Kilometer habe ich schon hinter mir. Lauf hier gerade am Lenitzsee vorbei. Turmerlebnisse, die Oranienburg schon hinter mir. Bahnhof auch schon vorbei. Und heute geht es nach Schloss Liebenwalde. Das sind so ungefähr 30 Kilometer. Es ist doch etwas wärmer, wie ich dachte, heute Morgen schon. Wird also viel Wasser brauchen, die Tour. Aber ich denke, kriegen wir hin. Sind ja nur noch 25 Kilometer jetzt. Geht ja eigentlich sehr schön an der Landschaft hier an Lenitzsee vorbei. Hier ist das Strandbad mit der Wiese. Ist eigentlich eine wunderschöne, schattige Strecke, die hier am See lang führt. Wird auch viel von Radfahrern, Joggern benutzt. Also hier wird vielleicht die Vögel pfeifen. Super. So, schön ist bei dem Weg hier, dass überall Lehrschilder stehen. Man kriegt also hier Beispiel über Vögel, aber über Pflanzen, Pilze und so weiter werden hier Informationen vermittelt. Das ist, denke ich, ganz interessant für Eltern, die mit ihren Kindern hier Radfahren oder spazieren gehen. So, jetzt kurz vom Anfang oder Ende des Lenitzsees vor der Schleuse. Hier ist ein traumhaft schöner Aussichtspunkt. Ihr seht doch mal da hinten. Jetzt dann weiter in die Havel wieder rein. Links Lenitz, Namensgeber des Sees. Und da hinten bin ich eben lang gekommen. So, hier gehen wir zu auf die Lenitzbrücke. Da geht es gleich drüber. Dahinter die Lenitzschleuse, da erzähle ich dann da oben noch was dazu. Und naja, Fragen kamen aus dem letzten Video, warum ich immer so schnaufe. Naja, 30 Jahre Kampfrauchen, geht nicht spurlos an der Lunge vorüber. Also erste Anzeichen von COPD. Tee, ja. Aber ist nicht schlimm, ich schnaufe halt etwas mehr. Seit 10 Jahren nicht Raucher und tut mir gut, sonst könnte ich die Strecken wahrscheinlich auch gar nicht machen. Also, hört auf mit Qualmen. So wie ihr von der letzten Tour ja noch wisst, liegt hinter mir auf der linken Seite KZ Sachsenhausen, davor die Häuser der damaligen Wachmannschaften. Und da hinten die Lenitzschleuse. Die wurde 1910 ursprünglich mal gebaut. Da hieß das Ding hier auch noch Hohenzollernkanal, heute heißt es Oder-Havel-Kanal. Im Jahr 1940 wurde von Zwangsarbeitern hier auch die Schleuse erweitert. Mittlerweile passen Schiffe rund 125 Meter Länge hinein. Und das Ding verbindet halt den Berliner Raum von der Hohenzollern-Schleuse bis rüber nach Schiffshebelberg-Pinow, den Wasserunterschied. Schleusenvorgang dauert etwa 15 Minuten. Und jetzt geht es hier links ins Gelände und dann ist hoffentlich auch der Krach mit den Autos hier wieder vorbei. Und da kommen wir noch an zwei Relikten des KZ vorbei. Werde ich auch noch was zu sagen. Hier hinter mir also eine Gedenktafel an die KZ-Zwangsarbeiter, die hier nicht nur die Schleuse bauen mussten. So, hinter mir im Gelände ist total zugewachsen. Ich mache das also nachher mit einem Foto nachreichen. Die alte SS-Brotfabrik, das heißt, hier haben die KZ-Häftlinge erstmal die Fabrik gebaut in den Anfang 40er Jahre. Und von hier aus wurde sowohl KZ als auch, gehen wir nachher noch vorbei, Klinkerwerk und alle SS-Dienststellen hier, Berlin und Brandenburg, mit Brot versorgt. Wurde auch in Verkaufsstellen weiterverkauft. Und nach dem Krieg wurde das von den Russen weiter betrieben. Und die haben hier ihre Armee versorgt. Und 1974 ist das Ding dann abgebrannt. Seitdem ist zu, gibt es kein Brot mehr in Brandenburg. So, hinter mir jetzt Lenitzschleuse. Sieht man von hier natürlich nicht mehr viel. Geht flussabwärts, kanalabwärts. Und dahinter die Stauräume für Schiffe, die auf Schleusungen warten. Heute wartet niemand. Naja, da können wir gut laufen. Sonne brennt wieder. Klasse. Ja, ja.
7 Kilometer hinter mir. 73 Minuten gebraucht. Das ist, naja, keine tolle Geschwindigkeit, aber die Filmerei bremst mich etwas aus. Aber ich will es ja auch so haben. Ich stehe jetzt hier, vielleicht sieht man es hinter mir, ehemaliger Klinkerhafen, Klinkerwerk. Das Klinkerwerk wurde natürlich auch leider von den Insassen des KZ Sachsenhausen gebaut und auch betrieben. Da wurden also die ganzen Steine gebrannt für die irrwitzigen Ideen von Adolf Hitler und Albert Speer. In dem Hafen wurden die verschifft und nach Berlin gefahren. Ja, ich habe hier also jede Menge Tote, die an Erschöpfung, an Erschießung oder ins Moor getrieben starben. War eine grausame Zeit hier und es ist eigentlich nicht mehr allzu viel geblieben, außer der alte Hafen und das Gewerbegebiet, auf dem Zement und Steine kurioserweise gelagert und gehandelt werden. Versucht das nochmal etwas besser zu filmen. Hier geht es zur Lenitzschleuse. Da die Havel, auf der anderen Seite Radweg. Und wenn man da hochguckt, alte Eisenbahnbrücke, Hohenzollernbrücke, die hier über den, so hieß er damals, Hohenzollernkanal führte. Die Eisenbahnbrücke ist stillgelegt, da fährt also schon lange kein Zug mehr. So, mache ich mal 5 Minuten Pause, versuche die Drohne hochzulassen, damit er etwas Überblick gewinnt. Und dann geht's weiter. Weiter geht es jetzt hier am Oder-Havel-Kanal vorbei. Auf der anderen Seite Fahrradweg. Ist auch gut Betrieb heute, Sonntag, klar. Ich bleibe hier auf der Seite, geht zwar ein wenig langsamer, aber da fahren wir die Fahrradfahrer nicht ständig im Weg rum. Ja, und vor allem ist es schattiger. Braucht die Mütze nicht anziehen. Was mich immer wieder ärgert, du läufst hier fernab jeder Zivilisation durch den Wald. Und überall finden die Schweine her und legen ihren Dreck darin. So, jetzt wieder über die Havel. Schau, man sieht es, da hinten kommt gerade ein Frachtkran noch angeschippert. Ja, das ist die Brücke bei Friedrichshagen. Geht rüber nach Malz und Bernöbe. Und früher war hier wirklich noch eine kleine Fähre, bevor die Brücke gebaut wurde.
Und der Fährmann betreibt jetzt da unten Restaurant und Biergarten. Und kann hoffentlich auch ganz gut leben. Also. So, wir gehen jetzt über den eigentlichen Altlauf der Havel. Da hinten seht ihr den Roter Havel-Kanal noch. Und hier gehen die Altarme mit den alten Schleusen ab, die nochmal Richtung Oranienburg gehen. Der neue Kanal liegt vom Niveau. Naja, hier Wohnmobils fahren hier auch rum. Der neue Kanal liegt vom Niveau etwas höher. Das muss ja halten bis kurz vor der Oder, bevor das Schiffshebewerk in der Fino kommt und das Ganze wieder runtergeht. Jo, sind jetzt knapp 11 Kilometer. Dann 113 Minuten. Also kein normaler Schnitt, aber machen wir jetzt auch nicht verrückt und laufen dem Tempo weiter, wie es halt geht. So. Nach knapp 12 Kilometer, aber war etwas für den Hunger zwischendurch. Es ist, na, ist mir doch schon deutlich wärmer wie angekündigt, zumindest gefühlt. Also ich bin froh, dass ich nur einen halben Liter mehr Wasser mitgenommen habe als sonst auf so einer Tour. Ja, die werde ich auch brauchen. Mahlzeit. So, jetzt geht hier das Umwegteil los. Habe ich bewusst aber so geplant. Ich will da rüber an der schnellen Havel, also am Altamt der Havel vorbeilaufen und nicht weiter auf dem Radweg. Das bringt jetzt gute 5 Kilometer Umweg. Aber ich hoffe, die Landschaft und die Naturschutzgebiete da hinten sind das wert. Ich werde es euch zeigen. Die nächsten 2 Stunden wieder komplett alleine durch die Gegend. Jo, schön. So, bin jetzt hier an der alten Havel, also schnelle Havel nennt sich das ja, alter Havel. Lauf. Hier ist auch noch eine ehemalige Brücke, die hier mal drüber geführt hat. Und ja, so nichts mehr nutze ich jetzt. Naja, ab wieder in den Wald rein. So, war natürlich Blödsinn vorhin mit der Havelarm, der Havelkanal hier. Und da kann man näher ran. Seht ihr auch, ist auch befahren. Heute noch viele Touris da rumfahren. Die schnelle Havel läuft da hinten irgendwo im Gelände, da kommt man nachher wieder hin. War da eben ja schon mal dort gewesen. Ja, die Freiländer fahren mit dem Schiff und ich muss laufen. Und weiter geht's. Die Hälfte habe ich jetzt und noch ein paar Minuten Pause. Mal ordentlich einen Schluck nehmen und ich denke, lassen wir mal die Drohne nochmal hoch. Ist schön hier. Vielleicht haben wir da ein paar schöne Aufnahmen noch. Jo, geht dann nachher weiter. Thank you.
Kilometer 16. Ganz üble Wegstrecke. Geht durch Schilf und leider auch durch Brennnesseln. Mit Dreiviertelhosen ist das schmerzhaft. Aber naja, hier irgendwo muss jetzt ein Wehr oder was sein. Dann komme ich da rüber, hoffentlich. Irgendwas gluckert da. Schauen wir. Hey, da müsst ihr mitkommen. Abenteuerlich. Einwandfrei. Das ist die schnelle Havel. Hier ist er auch schnell. Und der Übergang geht also hier über das Wehr drüber. Lustig. So. Elektrozaun. Aufpassen. Bis gleich. So, zweiter Elektrozaun auch überwunden. Jetzt geht hier sowas ähnliches wieder wie ein Weg. Läuft sich wieder besser. Also wenn er hier lang läuft, müssen aufpassen, gut zu Fuß sein müsst ihr. Weil wenn der Stier kommt, bris jetzt. Müsst ihr raus aus dem Gehege. So, Kilometer 18. Also noch 11 Kilometer bis Ziel. Klaus allein im Wald. Das ist auch schön hier. Da kommt nämlich aus auf dem Kanal, siehst du keinen. Und hier geht's schön durch den Wald. Leider kein Lüftchen. Ich dampfe ganz schön. Und mein kaputter rechter Fuß. Der macht sich bemerkbar, aber wird halten. Jo. Aha. So, die Hitze schafft mich heute ganz schön. Hätte ich gedacht. Es ist so schwült, so heiß. Wahnsinn, mal jetzt hier mal ein paar Minuten Pause. 10 Kilometer sind es noch. Werden schwer fallen heute. Naja, ich habe mir das ja selber ausgesucht. Auf wie geht's? Noch was trinken und dann machen wir noch ein paar Meter. Also die Lauferei hier auf dem Wüstensand, die kostet Kraft. Das ist ja märkische Streusandbüchse. So, ich bin so ungefähr 3 Kilometer durch so elenden Pupsand gelaufen. Ich kann es euch sagen. Der holt komplett das Tempo aus der Tour. Und ob der die Kraft? Das. Die Schuhe haben natürlich auch Sand. Da sind die scheuert und eine Blase gibt. Hier geht's wieder. Hier kann man langsam wieder Fahrt aufnehmen. So, hier laufen wir dann an den Altarmen von der Havel vorbei. Oder Schilf. Stehen bleiben darfst du hier nicht. Da fallen die Mücken wie die Vampire über die Schilf. So, geht jetzt durch Neuholland. Ist nur so ungefähr 7 Kilometer bis ans Ziel. Neuholland wurde schon im 16. Jahrhundert gegründet von holländischen Siedlern. Die wurden hier von dem Fritz, irgendeinem von den vielen Fritzen hier aus Preußen, eingeladen. Haben hier Länder reingekriegt. Deren Erfahrung in der Wasserwirtschaft, die haben hier große Teile des Gebietes auch dann trockengelegt und die Kanäle gebaut. So. Jetzt haben wir hoffentlich keine Pfade mehr. Da wird ein Tempo von 6,5 laufen und denken wir so knapp über eine Stunde drüben sein. Und dann ein Liter Apfelschorle trinken. Das zischt. So, links geht's weg.
Das Gransee will ich nicht mehr. Und den Rest, denke ich, schaffe ich noch. Da. Illegaler Raser. Mitten in Feldwegen rettern die hier im Durchfahrtsverbot lang, die Schweine. So, hier sind, wie ich gesagt habe, überall die Entwässerungsgräben, um hier die ganzen Felder trocken zu legen. Nur noch so 3,5 Kilometer. Und ja, mein Kampf gegen die Hitze. Also richtig Bock habe ich nicht mehr. Aber ich denke, die paar Meter, die werden jetzt noch gehen. Aber das ist schon schwer heute. Also ein bisschen zu kämpfen. Jo. So, Kilometer 28 liegt hinter mir. Etwas über einen Kilometer noch vor. Es war heute doch ein bisschen anstrengender wie geplant. Die Hitze haben wir noch ein bisschen zugesetzt. Und den Rest gegeben haben wir die 3 Kilometer Pupsand da hinten. Heieiei. Jo, nehmen wir die letzten Meter noch in Angriff. Und vom Schloss Liebenberg zeige ich euch dann noch ein paar Aufnahmen. Und das soll es dann gewesen sein für heute. Knapp 30 Kilometer. Zu empfehlen. Könnt ihr gerne nachlaufen. Aber macht es bei kühlerem Wetter mit Fels leichter. Also, fährt's euch.